Moin Moin, ein Zauberer von mir heute einmal zu dieser Elite Trainer Box der Scarlet and Violet Reihe. Wer hätte es gedacht? Wir haben uns auch schon das andere Modell hier angeschaut und dementsprechend müssen wir natürlich auch gucken, was in Violet so geht. Ist vom Inhalt her, glaube ich, identisch. Eine andere Promokarte müsste hier drin sein. Hat dieses lilane optische. Hier ist wieder so eine typische Guide drin. Wir kennen es, um Karten abzuarbeiten. Und ansonsten eben hier dieses lilane, goldene. Finde ich, sieht nicht ganz so gut aus wie das Rot mit dem Goldenen. Aber auch das ist ja höchstvermutlich Geschmackssache. Ansonsten, wir sehen schon, kriegen wir hier wieder 9 Booster. Die nehmen wir schon mal raus. So, ansonsten, das nervt immer ein bisschen, schmeißen wir mal direkt raus. Ansonsten haben wir hier wieder diese Plastikmetallen, nein, Metall ist Hartplastik, Coins, finde ich persönlich immer noch ziemlich cool und eine coole Neuerung. Dann wieder ein Würfelset, kennt es. Ein Batzen Energy Cards, wen es interessiert. Dann einmal die Promo Card, die schauen wir uns gleich mal genauer an. Dann Divider, der Optik, einmal eine Codecard für euch und natürlich, wer hätte gedacht, die entsprechenden Sleeves, die würde ich sagen, lassen wir hier gleich schon mal draußen für den Fall, dass wir hier den einen oder anderen Pull heute sehen, dass wir das Ganze dann auch direkt absieben können. Lege ich hier mal oben in die Ecke und dann schauen wir uns das direkt einmal an. Und zwar, schon direkt die Folie. Promos sind in dem Set ja wirklich meines Erachtens nach ziemlich cool. Wahrscheinlich wird der ein oder andere sagen, um Gottes Willen nicht auspacken, lass es so. Aber da bin ich dann doch ein bisschen eigen. So sieht das Ganze einmal aus. Und wir typen es direkt ein. Hat auf jeden Fall Oberflächenstruktur. Ist leicht gewölbt. Das ist ein bisschen schade. Aber ich denke trotzdem, man kann das ganz cool sehen. Ist meiner Meinung nach auch eine schickere Promo als die Koraidon-Karte, die wir in dem anderen Elite-Trainer-Pack hatten. Aber ja, es liegt wahrscheinlich auch an der Farbgebung. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Ding. Packen wir mal hier an die Seite. Packen wir uns mal die Folien hier oben. Ich nehme auch ein paar raus, haben wir die schon mal parat. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch direkt hier rein. Das sind wie immer 9 Stück und ich würde sagen, wir versuchen einfach direkt unser Glück. So, dann einmal eine Codecard für euch, ein nach vorne und dann haben wir hier Kampfenergie, Skitterbug, Choupette, Funduster, Drifflon, Tatsugiri, Flitlick, Magnezone und ein Lamus. Das Lamus tüte ich mal direkt ein. So, so wie immer, wir kennen es ja jetzt schon, denke ich, wenn ihr hier mal ein Video gesehen habt, ist es immer eine Holo garantiert, 2 Reverse Holos und der Rest ist dann eben ein bisschen Zufall, was uns da erwartet. Aber ich denke, damit kann man auf jeden Fall leben. So, einmal den Codecard, ein nach vorn. So, dann einmal Dark Energy, Magnetilo, Tilliop, Hypno, Beachcurt, Lucario, Pentacool und ein Miraidon. So, die schmeißen wir hier rüber. Miraidon kommt in die entsprechende Hülle. Und wie gesagt, ich mag die neuen Tentaras auf jeden Fall ganz gerne. Das ist auf jeden Fall ein ganz cooler Pull. So, einmal Codecard. Einer vorne. So, Blitzenergie, Drifflon, dann dieser Carpador. Nestball, Pichuz, Jutsu. Wieder nichts. So, langsam könnte mal ein Hit kommen. In meiner letzten Trainerbox hatte ich ja sogar nur ein Pack, wo Hits drin waren. Ich hoffe, das wiederholt sich jetzt nicht wieder. Ein paar Packs haben wir ja noch.
Und ich hoffe mal, dass da jetzt noch mal was vielleicht bei rumkommt. So, einer vorn. Und Stahlenergie, Staraptor, Katie, Sanaconda. Dann haben wir hier Quack, Xylver, wie heißt nochmal Dendoso, Toxicity und da sind wir doch. Unser erster richtiger Hit, eine EX, Great Tusk, habe ich leider schon. Ist aber meiner Meinung nach immer sehr schön. Man kann ja auch ganz schön das Pattern sehen, finde ich, mit diesem Swirl, der hier so über die Karte geht. Also, das ist schon ein sehr solides Ding und meiner Meinung nach eins der nice Paradox-Pokémon. So, den legen wir hier unten hin. Den Haufen machen wir auch mal wieder gerade. Dann machen wir direkt weiter. So. Einmal eine Codecard. Ein nach vorn. So, dann Feuerenergie. Lachonk, Vulcano, Staral, Passler, Hyperball, der Bird, dann den und ja, wieder nichts. Ah, hoffentlich wiederholt sich das jetzt nicht wirklich. Aktuell sieht es ein bisschen danach aus. Wir haben bisher einen Hit. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen die Daumen drücken. Einmal eine Codecard. Ein nach vorne. Pflanzenenergie ist Midgelit. Bla, mit Schiff, Scaraborn, Driftlon, Mankey, Quirinian und auch wieder nur eine normale Holo. Ach, komm schon, da muss was gehen. Wir können nicht hier wieder nur mit einer EX rausgehen, wie beim letzten Mal. Das darf und kann nicht passieren. Das wäre so unlucky, dass wir zweimal in der Elite-Trainerbox wirklich nur ein gutes Booster haben. So, Wasserenergie, Tandemaus, Fluet, Palmen, Arbin, Noctuska, Trainer und komm schon. Ah, es wird knapp. Wir haben noch zwei Booster. Wenn jetzt nicht langsam was kommt, dann ist die Pullrate bei den Elite-Trainerboxen echt bescheiden. Pflanzenenergie, Verkugel, Flabébé, Rocky Hamel, das neue Schwein, Glibunkel, Dedene und da ist das Ding doch. So, Full Art, Banette. Ist auf jeden Fall auch ein schicker Pull. Nicht das heftigste, was wir hier ziehen können, aber damit kann ich schon mal leben. Das heißt, wir sind nicht ganz so wie schlecht wie beim letzten Mal davon gekommen. Wir haben zumindest schon mal zwei Hits, aber auch das empfinde ich als immer noch relativ mau tatsächlich, dafür, dass wir hier einen neuen Booster öffnen. Eine Codecard, ein nach vorne, das letztes Booster. Last Pack Magic, maybe, who knows. Wir finden es raus. Riolu, Barships, Skullider, Dub und ja, soll nicht so sein. Das war's. Wir sind mit dem Set auch durch. Unsere Ausbeute. Zwei Hits, ja, die beiden, plus unsere Promokarte natürlich, meiner Meinung nach schon fast das wert, das Ganze sich zu holen, könnte man sich natürlich auch separat kaufen, sieht aber halt wirklich Bombe aus, ansonsten halt die klassischen Holos, die man mittlerweile schon tausendfach gesehen hat, also das, ja, ist so eine Sache für sich, nimmt so ein bisschen die Freude an den Holos und die Reverse Holos, wie gesagt, finde ich super, dass da immer zwei drin sind und insgesamt so die ganzen Common und Uncommon Cards. Das wiederholt sich halt extrem, hier habe ich einen gesehen. Ja, muss man mal schauen. Da irgendwie ist mit dem Set doch dann die Pullrate so ein bisschen bescheiden, dass man da ein bisschen gucken muss, wie es abläuft.